Er war der Kraftfahrer von dem und hatte scheinbar das Recht, nach Feierabend, wenn er seinen Russen abgeliefert hat, ist er mit den Waren dann nach Hause gefahren. Das heißt, er ist nicht nach Hause gefahren, sondern er fuhr dann immer so rum. Nun war das so ein offener Wagen im Sommer, so ein Cabriolet, ich glaube, es war ein Horsch. Und dann hat er uns eingeladen und wir sind mit den Waren dann im Lichtenberger Stadtpark, also eigentlich nur für Fußgänger, ja nicht geeignet für Kraft. Da ist der mit uns so rumgefahren und keiner hat sich gewagt, dagegen aufzumucken. Unter den alliierten Siegern eskaliert der Streit. Aber noch trennen nur Schilder und gemalte Linien die Sektoren der Stadt. Während Gladow seine Bande zusammenstellt, beginnt im Juni 1948 die Blockade Westberlins. Die Westalliierten beugen sich nicht dem Druck der Sowjetunion. Westberlin wird ausschließlich aus der Luft versorgt. Seine Bewohner bekommen erneut Hunger und Kälte zu spüren. Neue Schiebergeschäfte werden möglich. Die Grenzen zwischen dem Ostsektor und den Westsektoren werden von Volkspolizisten bewacht. Gladow blamiert die Fopos mehrere Male und hat die Lacher auf seiner Seite. Dann brauchten sie Waffen. Dann haben sie zum Beispiel im Treptower Park zwei Polizisten entwaffnet, haben die Polizisten im Gleichschritt weiterlaufen lassen, bis die nächsten zwei Polizisten kamen. Die haben sie auch entwaffnet und dann mussten sie wohl zu viert, oder ich glaube zum Schluss waren es ja sechs Polizisten, alle im Gleichschritt entwaffnet laufen. Und die hatten dann natürlich schon sechs Pistolen. Das war nur wirklich nicht schwierig. Man schleicht sich ran von hinten, hält ihnen die Pistole ins Kreuz, reißt ihnen die Waffe weg und türmt. Da, dass sowas vorgekommen ist, das ist keine große Sache. Nicht? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, mit welcher Brutalität die Angehörigen der Gladow-Bande vorgegangen sind. Die Mitglieder der Bande bewegen sich jetzt gut bewaffnet durch die Stadt. Ihr Anführer wird später vor dem Richter aussagen: Natürlich war ihnen bekannt, dass es mein Grundsatz war, die Opfer immer durch einen Arm-, Bein- oder Schulterschuss zu verletzen, niemals aber zu töten. Diesen Grundsatz habe ich allen meinen Mittätern zur Befolgung eingeprägt. Gladow und seine Leute schießen, sobald sie auf Widerstand stoßen. Und ihre Opfer suchen sie nicht nur unter den Reichen. Wir standen als Jugendliche im Schwarzen Markt, haben Zigaretten verkauft und Schokolade verkauft. Da kam diese Truppe an, elegant angezogen, und sagten, das sind die Jugendlichen, die nehmen wir die Zigaretten und haben uns auch eingeschüchtert. Allerdings nicht mit den Pistolen, so eben als Erwachsene schon. So. Und dann sind sie weitergelaufen und wir haben das unsere großen Leute erzählt, also unsere großen Jungs. Und die haben gesagt, die greifen wir uns und die verprügeln wir so ungefähr und holen uns die Zigaretten wieder. Ja, naja, und dann sind sie hinterhergelaufen und die haben das gemerkt, dass sie verfolgt wurden, standen hier auf der Ecke in der Münchstraße, zogen die Pistolen und fingen an zu schießen. Und ich stand drüben auf der anderen Straßenseite da, bei Becker Weber, da waren zwei Pfeiler gewesen. Und wie ich sah, dass die was in der Tasche rauszerrten, irgendwie eine Ahnung war gewesen, sprang ich hinter diese Pfeiler. Und es flog auch eine Kugel in diese Chalaisie rein, weil ich da Knallen gehört habe. So, und die sind dann hier die Grenadierstraße hoch und sind getürmt. Dabei haben sie den Hut verloren. Den habe ich noch aufgehoben noch so, als jugendlichen Gag. Ja, naja, und der eine hat einen Beinschuss gekriegt, der sie verfolgt hat. Und ein Passant, der damit nichts zu tun hatte, hat einen Bauchschuss gekriegt. Die Tage des Schwarzmarkts gehen trotz Blockade allmählich zu Ende. Was wird aus den Schwarzhändlern? Suchen sie wieder Arbeit? Werden sie Gangster oder Geschäftsleute? Da gab es zum Beispiel einen Bruno Broscheid, hieß der Mann. Das war so ein neureicher Typ, unangenehm, also rein äußerlich. Er lief mit einem Korsett rum, war gepudert, das war für damalige Verhältnisse unmöglich. Aber da er viel Geld hatte, der ist irgendwie so nach dem Krieg zu Geld gekommen. Er hatte mehrere Geschäfte und war auch ein paar Jahre älter als wir. Der war nicht angesehen bei uns. Also es war ein so unangenehmer Typ. Er hatte so Allüren, er kam so rein mit zwei oder drei jungen Frauen und fütterte die dann mit Schokolade.
Frauen und fütterte die dann mit Schokolade. Dieser Reichtum lockt die Glado-Bande an. Gegen Geschäftsschluss wird Borscheids Tauschzentrale überfallen. Aber der Inhaber verrät nicht, wo er sein Geld hat. Deshalb versucht Glado, Borscheids Füße mit einer Heizsonne anzusengen. Und als die nicht funktioniert, hält er brennende Pappe an die Fußsohlen, bis Borscheid das Versteck preisgibt. Denn Geld musste da sein. Die Tauschzentralen sollten eine Möglichkeit bieten, gebrauchte Waren legal zu handeln, wurden aber schnell zu Umschlagplätzen für Wertgegenstände jeder Herkunft. Über seinen Folterversuch sagt Glado später: Meiner Meinung nach ist dieses Sengen nicht so schlimm gewesen. Ich bin nicht von mir aus auf diese Art der Marterung gekommen, sondern habe in Büchern davon gelesen. Borscheid schrie wohl mehr aus Angst als vor Schmerz. Borscheid aber kann monatelang nicht mehr richtig gehen. Dieser Umgang mit dem Überfallenen erregt Aufsehen und Empörung. Aber wir haben natürlich darüber gelacht, wir haben uns alle gefreut. Mensch, den Borscheid haben sie der Bähne angesenkt, haben wir gesagt. Also das war für uns, der war so was von unangenehm. Also gut, ich meine, aus heutiger Sicht kann man sagen, das ist natürlich so was, das ist gemein und finster. Aber wenn man das okay nicht gönnt hat, aber den hat man nicht gönnt. Und zwar alle, ohne Ausnahme. Die Bande hat Geld. Genug, um den Neureichen am Kudamm und den Vorbildern im Kino nachzueifern. Genau 80 Zentimeter. Zeige 80 Zentimeter. Meister, ich brauche ein bisschen Platz hier. Aber Sir, hier oben können wir es etwas weitermachen. Sie haben eine recht kräftige Brust. 110. 110. Haben Sie schon von dem Raub in dem Schnapslager gehört? Ja, das habe ich irgendwo gelesen. So, das wär's für heute, meine Herren. Danke. Danke. Und vergessen Sie nicht, Meister, ich brauche ein bisschen mehr Platz hier, ja? Ja, und bei mir 6 Knöpfe. 6 Knöpfe. Verlange nicht zu viel, Matt, sonst schneidet ihr dir noch die Nase ab. Ah, wer kommt denn da? Das sind doch Mr. Tom und Mr. Matt. Hallo, George, wie geht das Geschäft? Fabelhaft. Hey, du Dummkopf, der hat Gänge, das ist kein Ford. Okay, Boss. Wir haben schon gedacht, wenn wir schon auftreten, dann müssen wir auch so auftreten als Gentleman, ja, und nicht eben als mit Straßenkleidung. Wir haben uns Maßanzüge, Maßschuhe, Budapester Schuhe, wir haben Sombreros gehabt. Wir hatten alle dunkle Anzüge gehabt. Wir haben auch eine weiße Krawatte getragen, so nannte man auch uns ja damals weiße Krawatte. Und die Glado-Bande wurde erst nach der Verhaftung, kam der Name Glado-Bande auf, aber vorher nannte man uns weiße Krawatte. Kleider machen Leute. Viele Zeugen halten die Täter jetzt für wesentlich älter, als sie tatsächlich sind. 27.02.1949. In Köpenick werden 250 Gramm Zwiebeln auf Abschnitt FF der Februarfleischkarte verteilt. Die Gemüseabschnitte der Januar-Kartoffelkarte sind in Reinickendorf nur noch bis zum 28. Februar gültig. Mit der regelmäßigen Stromsperre ist das Westberliner Villenviertel Dahlem dran. Auch hier dröhnen die Rosinenbomber. Der Krach von oben und die Dunkelheit bieten Schutz für einen Einbruch. Zuerst einmal bedienen sich Glado und seine Kumpane beim Kirschkompott im Keller. Während die einen dann die Villa durchwühlen, schlägt Bomerezinski die gefesselte Hausbesitzerin auf den Kopf, bis Glado ihn stoppt. Dazu erklärt Bommel bei seiner Vernehmung: Aus dem Krieg ist mir bekannt, dass derjenige, der einen kräftigen Schlag über den Kopf bekommt, sofort stumm ist. Ich habe im Feld bei Spähtrupps manchem Gegner mit einem Knüppel einen Schlag über den Kopf versetzt. Dadurch habe ich aber niemals einen getötet. Ich wollte keinesfalls die Frau töten, sondern nur erreichen, dass sie sich ruhig verhielt. Wir haben ja fast jeden Tag oder manchmal sogar zweimal am Tag irgendwelche Überfälle ausgeführt. Also das war ja richtig Vollzeitjob gewesen. Wir werden 3 Banken rausgenommen. Und Post überfallen und Tauschzentralen damals überfallen. Das wurde richtig observiert und das wurde dann richtig alles organisiert. Ich glaube auch, dass viele wussten, was wir machen. Aber
Niemand ist auf die Idee gekommen, uns irgendwie zu verraten. Also wir waren ja damals schon so, wie man heute sagt, schon bei der Jugend schon kleine Helden gewesen, war. Die Mitglieder der Bande bleiben in ihrem Kiez. Glado und Soni wohnen weiter bei ihren Eltern. Ihr vieles Geld stammt angeblich aus Schwarzmarktgeschäften. Bei den Überfällen schlägt immer wieder jugendliche Abenteuerlust durch. Mal stehlen die Bandenmitglieder einen Pudding von der Fensterbank und essen ihn sofort auf. Dann überfallen sie aus einer Laune heraus ein Kino, an dem sie gerade vorbeikommen. Mit gezogener Waffe rauben sie bei einem Fleischer Würste und Speck. Und dann wieder machen sie bei einem Juwelier richtig große Beute. Noch weiß die Polizei nicht, dass dahinter immer dieselbe Bande steckt. Werner Glado geht es nicht so sehr ums schnelle Geld, sondern um den Aufbau einer richtigen Gangsterorganisation. Soni kommt zu dem Schluss, dass die Bande diesem Ziel nicht näher kommt. Er ahnt, irgendwann wird es Tote geben, und steigt aus. Ich habe mich mit ihm alleine getroffen. Wir haben in der Nacht, wir hatten einen Garagenhof gehabt, wo wir unsere Autos geparkt hatten. Und da habe ich ihm ganz klar und klipp gesagt, dass das für mich jetzt vorbei ist. Naja, und da hat er sie gesagt, wenn ich dich verliere, dann will ich dich ganz verlieren, dann knall ich dich eben ab. Ja, und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, pass auf, wenn du schon schießt, dann schießt von hinten. Das sieht ein bisschen besser aus, als wenn du mich von vorne abknallst. Und das hat ihn höchstwahrscheinlich imponiert. Und das war das Ende gewesen. Und dann habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Am 8. April 1949 verliert die Bande auch noch ihre graue Eminenz, ihren Hehler. Völpel will einen Überfall nur von Weitem beobachten, läuft dabei der Polizei in die Arme und sitzt in West-Berlin in Haft. Die Überfälle in der zerstörten Stadt gehen Schlag auf Schlag weiter. Das schnelle Schießen verbreitet Schrecken und verstößt gegen den Ehrenkodex der traditionellen Berliner Ganoven. Berlin ist nicht Chicago. Den Juwelier Wockenfuß in Friedrichshain beraubt Glado nach einem spontanen Entschluss. Gäbler hatte an Glados Mut gezweifelt. Glado will ihm das Gegenteil beweisen und fährt mit dem Rad vor das Juweliergeschäft. Es ist der 9. April 1949. Der stellvertretende britische Ministerpräsident verspricht den Berlinern künftig mehr Selbstverwaltung. Glado wirft mit einem Stein das Schaufenster ein. Die Angestellten des Juweliers stürzen auf die Straße. Glado schießt und trifft einen. Mit meiner Freundin Helga wollten wir Bücher umtauschen in der Greifswalder Straße, in der Leihbücherei. Und wir sind die neue Kirchstraße hochgekommen und da standen Leute an der Ecke und die sagten, geht nicht weiter, da wird geschossen. Und wie Kinder so sind, ja, man ist ja dann neugierig, sind vorübergerannt zur Promenade. Ja, und da blieben wir stehen, weil wir hier auf dem Damm, mitten auf dem Damm gesehen haben, dass da ein Mann liegt. Ein anderer Mann hat sich so halb über ihn gebeugt, die Pistole auf den gerichtet. Und der Mann, der am Boden lag, hat sein Bein festgehalten, das linke Bein. Und rechts von dem Mann am Boden lag ein Fahrrad. Ja, und während der Mann ein, zwei Mal geschossen hat, haben von da oben Leute ein, zwei Blumentöpfe runtergeworfen, wollten den Täter treffen. Aber leider fielen die Blumentöpfe daneben. Und der Mann nahm dann das Fahrrad, stieg auf und ist dann hier die Friedensstraße hochgefahren. Und ringsherum standen auch vereinzelt Leute. Und zwei, drei Autos sind dem Mann dann gefolgt auf dem Fahrrad. Also mit ihren Autos sind sie dem Mann auf dem Fahrrad gefolgt.